Woran liegt es eigentlich, dass wir manchmal denken, dass Jesus keine Freiheit schenkt? Dieses Gefühl, dass er uns nicht wirklich befreit. Oft bleibt alles so, wie es ist, und es gibt kein Entkommen aus dieser emotionalen Unterschicht. Unsere inneren Römer immer noch unbesiegt. Und vielleicht liegt es nicht nur an ihm, sondern oft einfach auch an mir. Dass ich eben nicht wirklich glaube, dass Jesus etwas in meinem Leben ändern kann, im Jetzt und hier. Die Frage, die bleibt, was kann ich schon verlieren, wenn ich einen Schritt ins Unbekannte gehe, mit geschlossenen Augen beginne zu sehen. Und warte, da fällt mir noch etwas ein. Als du Mama getröstet hast, sie war damals so hilflos, ganz allein. Und da war noch mein Opa, er wusste nicht weiter bis zu dem Tag, als du da warst und ihn befreit hast. Und Papa? Er hat sich immer gefragt, wann kommt der Tag, an dem er weiß, dass du ihn liebst, so wie er ist. Es war ganz einfach, er musste nur glauben, dass du sein Freund bist. Mehr war das eigentlich nicht. Also, Jesus ist heute immer noch da. Das ist nicht nur ein Märchen vor rund 2000 Jahren, sondern du kannst es heute auch noch wirklich erfahren. Auf einmal siehst du Dinge mit anderen Augen da draußen. Auf einmal ist da mehr Sinnhaftigkeit in deinem Innenleben, mehr als nur eine schöne Verkleidung von außen, mehr als nur ein kurzer Kick im dichten Nebel, Schluss mit dem ständigen Weglaufen. Einfach bleiben, dein Leben behalten, nicht mehr tauschen. Geh einen Schritt auf ihn zu und er geht dir 1000 Schritte entgegen. Er liebt dich tatsächlich ohne ein Ende. Er gab für dich sein Leben. Es verändert sich tatsächlich einiges, wenn nicht sogar alles, wenn du diese Story hier glaubst. Du wirst gefunden, er hilft dir auf. Und er fühlt dich aus deinem inneren Käfig heraus. Das macht er eben. Dafür ist er berühmt. Er schenkt neues Leben. Geh einfach durch die offene Tür.